Hallöchen. Ich dachte, ich begrüße euch heute mal draußen. Da müsste ich immer so lange, weil ich in der Wohnung ist. Ja, bin gleich zu Hause. Und ja, mal gucken, was heute passiert. Ich habe unterwegs viele E-Books gelesen. Und im zweiten E-Book war diesmal nur ein Rezept. Ich glaube, für Apfelpunsch oder sowas. Ja, auch nicht schlecht. Passt überhaupt nicht zur Geschichte irgendwie gerade. Keine Ahnung, aber war ein Rezept drin heute. Gut. Gucken wir mal, was die anderen Kalender hier so bieten haben. Ich finde sie alle sehr spannend diesmal. Von daher. Ja. Gut. Schnauf. Jetzt mal kleine Straßenseite wechseln. Hier natürlich das Handy weglegen, gelle. Und melde mich dann nachher wieder. Schaut mal, die erste Weihnachtspost angekommen. Und? Ich kann die Briefmarke nachher benutzen, die ist nicht abgestempelt. Oh, ist das nicht süß. Ein Stempel und selbstgebastelt. Also ich rieche immer eine selbstgebastelte Karte. Jedes Jahr und ich freue mich jedes Mal drüber und bin immer gespannt, was sie sich diesmal einfallen lässt. Aber die ist echt so, so süß geworden. Das heißt, ich bin jetzt dran mit Weihnachtskartenbasteln, gell? Wir sind da, wer noch? Weiß wer darf nicht. Zuerst? Na du. Na du darfst zuerst. Wieso ich? Soll ich zuerst? So, heute ist die 18, ja? Mama, die 5, ah, ja? Es ist ein bisschen dunkel. Ist heute die 5? Nein, die 4. Warum denn die 4? Weil die 5 erst morgen dran ist. Dann wäre morgen die 6. Nee, morgen ist noch nicht die 6. Nein. Du hast noch nicht morgen Geburtstag. Nein. Nein. Also. 8. Ich sehe sie, ich sehe sie. 18, 9, 14. Hier ist auch eine 4. Nein, 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 nein. Hier auch. Nee, 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 nee. Doch, wirklich. Nee, nee, nee. Siehste, gibt's gar nicht. Muss doch, klar gibt's. Aha. Probiere ich die hier. Ja, nimm mal die, die ist besser. Was für alles kaputt. Oh, Duschzeug. Sicher? Ja. Das hatten wir letztes Jahr auch schon mal gehabt. Und welches ist es? Das ist Mango-Vaginalcreme. Das hatten wir letztes Jahr auch drin gehabt. Hatten wir das? Ja. Hast du benutzt? Nee, noch gar nicht benutzt. Ja, du hast mir erst die andere komische Creme gegeben. 100% Duft. Aha. Nur kurz Akku wechseln und was ist? Gleiches Bild wie gestern. Anderes Getier. Mann, Mann. Du, können wir denn warte, jetzt? Warte, 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 warte. Du kannst ja runter. Genau. So, ich überreiche die Kamera. Ja. Hallo, hier lang. So. Seht ihr sie? Nein. Ja, da ist sie. Hallo. Ja? Falsch rum. Die will ja keiner mehr sehen, oder? Wie gemein. Ich habe meine 4 schon gefunden. Mhm. Hast vorher schon gelutscht, ja? Jetzt sehe ich schon wieder etwas. Oh, guck mal, hier eine Peel-Off-Maske. Eine Peel-Off. In Schwarz. Ja. Glaubst du, was hatte ich auch im letzten endlich Jahr? Endlich mal was, was zu dir passt. Ja, wunderbar. Na, ja. Der dunklen Seele. So, fantastisch. Und trägst du die heute gleich auf? Nee, bestimmt nicht. Und noch ein? Ja, klar. Hier sind noch so ein und paar hier, hundert. Hier, guck mal da, da ist Wäsche. Mhm. Dann wisst ihr, was Betty heute zu tun hat. Ja, 3 Tage Wäsche waschen. Mhm. Mhm. Und Wäsche lösen. Und Wäsche zusammenlegen, ne? Nur nicht so dicht. Warum denn nicht? Weil das nicht so gut ist. Oh, da sieht man die besser. Nein. Da, genau da, warte. Oh. Oh, ein Labyrinth. Ein Labyrinth. Ein Labyrinth. Ich habe den Weg gefunden, das ist die Nummer 3. Also muss ich heute das da suchen. Das ist ein Goblin oder sowas. Ja, da ist er schon. Das ist also mein Türchen für heute. Guck
war sogar eine Wildwasserachbahn. Das ist das schön. Ja, was haben wir denn da? Ein Kästchen. Top Secret. Okay. Sekunde, ich muss gleich mal irgendwie so mit dem Knien festhalten. Ein bisschen schief. Tut mir leid, aber. Holla, wir rennen drauf. Kriegt man denn das auf? Hä? Was macht man denn damit? Moment. Okay. Ist auf jeden Fall auch ein Labyrinth. Aha, aber wie bekommt man denn das auf? Stecke die Kugel in die Öffnung des Start. Ja, wie denn? Die Kugel ist doch gar nicht. Ich kann doch die Kugel da nicht. Schon klar. Das muss ich mir gerade mal Ruhe angucken. Ich habe nicht kräftig genug gezogen. Also ich habe jetzt die Kugel hier. Die soll dann wohl plumps da rein. Und ich muss im Dunkeln. Ach du Scheiße. Erst wenn ich im Dunkeln den Weg hinbekomme, kriege ich es auf und habe dann ein Geheimfach. Oh mein Gott, ich mach's mal. Also ich versuch's mal. Geht denn erstmal auf? Ja, das ist nicht so einfach. Ganz schön knifflige Angelegenheit. Aber das ist mal wieder was, was mir gefällt. Hier gab es diesen komischen Kreisel. Mein anderes Ding ist noch in Ordnung, wenn man das mit der Geschicklichkeit ein bisschen kreiselt, dann finde ich ein bisschen. Dieses Labyrinth gefällt mir. So. Gut, dann geht jetzt an die Bücher, würde ich mal sagen. Moment, Licht aus. Ups! Ah! Hallo! ja, wollen wir dann gleich Escape Room Dings machen? Ja? Dann lasse ich dich halt heute auch in Ruhe. Mhm. Und dann bringen wir Müll runter? Lass dir bringen Müll runter? Ja. Was für eine komische. Was ist ein komisches Summen in meinem Ohr? Was hast du überhaupt hier angestellt? Wie sieht denn so komisch aus? Was sieht komisch aus? Na, hier so. Na, ich musste hin und her und hin und her schieben. Und überhaupt allgemein. Ich bin halt sehr beschäftigt daran. Natürlich. Heute. Total. Totale Chaos, aber das wird sich bald legen. Aha. Mhm. Na denn? Ja. Gucken wir mal. Das Anfassen hält. Ja, er hat die Sachen festgeklebt, die ich da raufgelegt habe. Deswegen sieht es noch ein bisschen chaotisch aus. Ja, das ist richtig. Das ist chaotisch, trifft gut. Ja. Wo ist mein Kaffee? In der Maschine. Habe ich dich jemals vernachlässigt? Ja. Stimmt's mir? Nein. Klar. Und wenn ich dich verarscht habe, war der Kaffee trotzdem fertig. Oh. Merkst du was? Mia, was sagst du dazu? Ja, gar nichts. Was soll die dazu sagen? Patike? Unsere Lösung von gestern war falsch. Er sucht doch mal. Aber ich glaube. Wir sind falsch. Falsch abgebogen. Quasi. Ich hab mich gerade erschrocken. Das ist der Schneemann, der so krabbert. Eieiei. Find's nicht, ne? Also müssen wir uns eine andere Lösung überlegen. Die erste Weihnachtskarte hängt also schon mal. Ich pack die jetzt wieder hier ran. Und ja. Genau. Süß. Ich zeig's gerne nochmal. So, und ich habe jetzt hier mein Tellerchen und gehe damit lesen. Ja, ganz klar, da sind schon alle durch. Es ging diesmal richtig schnell, war kaum. Also, weil einige Sachen sehr kurz waren. Sekunde. Ja, Sekunde, ich drehe mal um. Hallo. Sehe ich nicht schick aus heute? Ja, wieder einige Sachen waren sehr kurz. Ich habe schon im E-Book nur so ein Rezept drin war. In dem einen frechen Mädchenbuch war nur ein Gedicht drin auf zwei Seiten. Und auch die Hörspielfolge war heute sehr, sehr kurz. Genau, deswegen bin ich recht früh fertig und lese jetzt Conny. Und ich hoffe, ich beende Conny. Ich habe nur 30 Seiten. Und das würde ich gerne heute noch schaffen wollen. Jawohl. Genau. Oh. Ich habe die Wäsche noch nicht zusammengelegt. Vielleicht morgen. Vielleicht. Man drückt sich immer vor solchen Sachen, ne? Naja, egal. Morgen noch. Und dann drückt mir die Daumen, dass am Freitag meine Überraschung funktioniert.
Ja, das wäre sehr gut. Das wäre sehr gut. Ich würde so gerne den Gesichtsausdruck mitfilmen, aber wenn die Überraschung gelingt. Aber nun ja. Genau, so viel dazu. Ich esse also mein Kremsel, lese mein Buch und ja, viel passiert heute leider auch nicht. Also, ich habe mal eine Frage. Ich möchte ja, ich muss mal dieses Licht ändern. Das ist ja furchtbar. Sekunde. Das flimmert es wieder. Also ich meine das Licht, nicht das hier auch, sieht nur aus, so finde ich. Ich muss das diesmal wirklich das Licht. Werden wir hell? Ich weiß nicht, was diese Lampe hat. Einige Zeit flimmert sie, wenn man sie anmacht und wird dann erst hell. Da nehme ich an, dass es vielleicht bald kaputt geht. Also die Birne. Hallo? Egal, ich muss ja noch zweimal in diesem Jahr backen, beziehungsweise vor Weihnachten backen. Im Prinzip muss ich noch öfter backen, weil ich muss morgen backen. Das heißt, morgen wird es ein bisschen interessanter werden. Oh, es ist hell. Danke, danke. Ich muss morgen backen. Und zwar den Geburtstagskuchen für Daniel. Er bekommt ja jeden, also an seinem Geburtstag an sich, bekommt er von mir einen kleinen Kuchen, einen kleinen Käsekuchen und diesmal zum ersten Mal mit Heidelbeeren. Hat er sich gewünscht, kriegt er natürlich. Genau. Das heißt, dann nehme ich euch morgen auf jeden Fall mit in die Küche. Und ich muss, wie gesagt, noch zweimal Probe backen. Denn im Adventskalender nächstes Jahr, den ich schreibe, mein Adventskalender, fürs nächste Jahr, da kommen zwei Plätzchenrezepte mit rein. Die habe ich alle ein bisschen abgewandelt, damit es eben nicht das Originalrezept von irgendwas ist. Blablabli. Also einmal mein Lieblingsplätzchenrezept, was auch schon in der Plätzchenlotterie drin ist. Allerdings, wie gesagt, abgewandelt. Und das muss ich eben erstmal ausprobieren, ob es funktioniert. Und einmal Lebkuchenmännchen. Und ja, ich würde euch fragen, welches von beiden soll ich zuerst backen? Denn ich würde am Sonntag das erste Mal backen wollen. Und dann mal kurz vor Weihnachten, so das letzte Weihnachtswochenende oder so Samstag, Sonntag. Muss mal gucken, wie ich die Zeit habe. Oder auch den Tag danach. Also keine Ahnung. Irgendwie so vor Weihnachten nochmal das andere Rezept. Genau, jedes Mal nehme ich natürlich mit. Ich frage auch nur, was zuerst? Ich kann euch die Rezepte natürlich dann nicht geben, so unten drunter oder so, weil die kommen ja ins Buch. Wer die Rezepte haben, wir müssen das Buch kaufen. Haha, prima Idee, oder? Genau, aber ihr könnt natürlich gerne, also ich nehme euch mit in die Küche und zeige euch so ein bisschen was natürlich. Aber ja, können wir mal zusammen backen. Blöd, dass alles zum Ausstechen ist. Früher Ausstechen war toll, aber irgendwie finde ich es so lästig. Wir hatten letztes oder vorletztes Jahr hatten wir Plätzchen gebacken, die wir einfach nur auf die Bleche klecksen mussten und es war so viel entspannter. Diesmal alles zum Ausstechen und immer wieder ausrollen und ausstechen und ausrollen und ausstechen. Das ist immer ein bisschen zeitaufwendig, sag ich mal. Aber gut, das macht man nicht alles, ne? Genau, und ihr könnt wie gesagt sagen, ich muss etwas, habe ich gesagt, nein, Schokobutterplätzchen oder Lebkuchenmännchen. Ich packe euch mal hinter das i eine Abstimmung oder ihr könnt es in die Kommentare schreiben. Völlig egal, ich werte beides aus. Ihr könnt auch beides machen, wie gesagt, ich werte beides aus. Wenn ich in der i überhaupt dran denke, ansonsten schreibt einfach in die Kommentare rein. Geht natürlich auch. Lassen wir das i. Wer will schon das i haben? So. Genau, schreibt in die Kommentare, welches von den beiden ich zuerst abbacken soll. Ich backe beide. Die Frage ist, mit welchem fange ich an? Je nachdem muss natürlich dann die Zutaten am Samstag einkaufen. Genau. So sieht's aus. Und ich verabscheue mich jetzt erstmal. Ich weiß nicht, ob ich mich nachher nochmal melde. Aber vielleicht werde ich das Buch ausgelesen haben. Ich hoffe, ich habe es heute ausgelesen. Weil es ist hier nun wirklich ein Wochenendbuch. Und ich sitze jetzt schon seit Sonntag dran. Naja, was soll's. Wenn man eben 1000 andere Sachen eben beiliest, ist das auch kein Wunder. Aber dafür werde ich ja am 24. Dezember mindestens 4 Bücher ausgelesen haben, richtig? Ne, 5 sogar. Mit dem Escape Room Buch sind es 5 Bücher. Weil Escape Room ist auch eine Geschichte. Also man liest halt was und hat dann ein Rätsel. Ist schon ganz gut. Und von daher, ja. Und endlich ist 3 Fragezeichen ja auch eine Geschichte, von daher. Und dennoch nicht Hörspiel, also von daher, ich bin geschichtentechnisch also ziemlich gut drauf. Gut drauf. Gut bedient, würde ich sagen. Gut drauf. Okay, dann lese ich mal. Snack, naja gut, es ist kurz nach 19 Uhr. Daniel hat noch Sushi bestellt und ich bekomme das Grünzeug.
weil ich mag lieber vegetarisches Sushi. Ja, genau. Das lasse ich mir jetzt schmecken, während ich die letzten Seiten von Conny lese. Ich würde sagen, Mission erfüllt, Buch ausgelesen. Das war's dann für heute. Ich will jetzt nur noch meine Haare föhnen, Essen für morgen machen, beziehungsweise wenn wir nur Müsli mitnehmen, weil morgen ist ja wieder Markttag. Und ja, ansonsten passiert halt nichts mehr. Danach geht's ins Bettchen. Ich brauche ein neues Buch zum Lesen. Was das ist, werdet ihr morgen sehen. Ich weiß schon, was ich lesen werde. Und ja, ich wünsche euch eine gute Nacht.